Ja, servus, hallo zum neuen Video aus der Sudküche. Wir sind jetzt wieder an der Mona. Ne? Ich habe ja die Woche die Mona wieder, sei ich mal, aus dem Winterschlaf rausgeholt. Oder wie soll ich denn sagen? Winterschlaf kann man nicht sagen. Ich hatte sie ja beim Kollege in der Scheune geparkt. Da ich schon mir so umziehe, alles drum und drum. Kennt ihr ja die Geschichte, wenn ihr die Videos geguckt habt. Auf jeden Fall, ich habe sie vorgestern. Nee, Quatsch, ich muss leer. Am Dienstag habe ich sie wieder geholt. Die Woche habe ich dann die Hinterachs alles ausgebaut. Hab alles vom Unterbutter weggemacht, haben schon die Sache besorgt, alles. Wir gehen jetzt hier und deine Unterbutter hinne hier versiegle, damit man die Hinterachs inbauen könne, damit das fertig ist. Und dann, wenn die Hinterachs fertig ist, muss ich mal gucken, weil da muss ich die Sitzkonsole noch machen. Dann wird der Unterbutter vorne gemacht. Der wird versiegelt. Und dann geht's an den Motor. Heute gibt's keinen Livestream, da ich jetzt hier dran gehe und Gas gebe, weil ich habe jetzt mir ziemlich straffer Zeitplan gemacht, Terminplan gemacht, um die Mona fertig zu kriegen. Es gibt einige Änderungen. Fahrwerk bleibt, Felge gucke ich, muss ich gucken, je nachdem. Hier auf der Hinterachs, jetzt kommt wieder der Finger, sind momentan 10 Moffett 10er drauf, mit noch guter Rev. Sehr wahrscheinlich mache ich die am Anfang drauf, ich weiß es nicht, das muss ich gucken, wenn der Unterbutter fertig ist, hinne, die Achse ingebaut ist, wieder auf der Räder steht, ne? Moment mal, ich, doch, es geht so. So, ich habe nämlich hier diese Teile mir jetzt bestellt, ne? Mit Zang und natürlich vorhin noch auf die Schnelle 3 Bohrer dazu kauf, um hier das Blech so zu machen, zum Dran- und Abmachen. Mit einer Schraube ist es in Ordnung, es funktioniert, aber irgendwann will ich ja auch mal vorankommen. Das heißt, ich will ja auch mal besser werden. Also habe ich mir die Lego Pins bestellt. Es sind jetzt nur ein paar Stück. Ich will gucken, wie ich dort damit schaffen kann. Und wenn das gut ist, bestelle ich dort davon auch noch mehr. Das Geile sind die Klammere, ne? Die sind echt genial, die kann ich auch mit der Zange aufmachen und die trigger echt, ich habe den Finger zwischen, das ist schon, die trigger gut. Immer breite, immer schmale, jeweils 4 Stück. Ich denke, zum Ausprobieren ist das wunderbar, wenn das jetzt wackelt, ist es okay, ich habe Selfie-Stick-Schwuller und fertig. So, ich stelle jetzt das Stativ auf, dann fange ich einfach an zu machen. Ihr kriegt eine Zeitraffer, wie lange es geht, habe ich keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich heute der Unterbodenschutz, Hohlraumwachs hin in die Rahmen und Nahtabdichtung. Falsche Reihenfolge. Erst Nahtabdichtung, dann Unterbodenschutz hin und dann der Hohlraumwachs drin, weil hier, sehen das, da hinten in dem gelben Kasten, ist alles drin, alles schon komplett bestellt. Habe ich die Woche geholt, Neikauf für die Mona. Und es ist, wie es ist. Die bleibt außer so, wie sie ist. Da wird kein Lack drauf gemacht, da wird nichts lackiert, da wird gar nichts. Das ist mir scheißegal. Ich muss immer dafür sorgen, dass ihr Gesprächsthema habt oder dass andere sagen, oh, das kann man mit Mascona nicht machen. Das ist richtig. Ihr könntet es vielleicht nicht. Ich kann's. So, ich stelle die Kamera auf und dann viel Spaß beim Zeitraffer. Und Depression im Gegenstrom Richtung Sonne im Rückwärtsgang. Wir kommen nicht voran, wir drehen jedes Mal um, aber reden drumrum. Was uns fehlt, ist ein Punkt. Sehnsucht und Anziehungskraft. Umsonst immer nächtelang Gedanken voll wach und alle guten Chancen immer dankbar verpasst, weil keiner von uns eine Ansage macht. Was im Teufelsnamen würde dein Freund wohl sagen, nachdem du schon so oft behauptet hast, bereut zu haben? Würden eine neue Nachricht stehen,
Hey, können wir uns heute Abend sehen? Ey, dieses Mal bringt er mich um. Ich tu das ab, doch dabei hat der an Wahrheit einen Grund. Du bist Hass, Liebe und Befreiungsschlag. Nie Nein gesagt. Kleiner Junge, hatte ich ein Ziel und Druck im Bauch. Für das Asyl hat meine Mutter ihren Schmuck verkauft. Ich wollte niemals auf Staatskosten leben, deshalb arbeiten gehen, um damit Parts aufzunehmen. Die Lehrer meinten, mein Bruder ist verträumt und nicht begabt. Doch Träume werden wahr, denn heute ist er Arzt. Jedes Mal bete ich zu Gott, ich will dich sehen. Mein Cousin zog in den Krieg und ich hoffe, dass du noch lebst. Freunde verraten dich, die Wahrheit ist nicht leicht. Doch wir stehen heute drüber und begraben diesen Streit. Ich war nicht fair zu meiner Ex, sie hat tagelang geweint. Es war nicht so gemeint, doch damals war ich nicht bereit. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf den Paragraphenscheiß. Ich entschied mich für Musik und durch die Gagen wurde ich reich. Der Wagen ist heute weiß, ich wurde fast verrückt. Scherben bringt Glück, doch so entstanden Narben mit der Zeit. Meine Headphones waren Sony, meine Rap-Flows waren anders als die von meinen Homies. Mit 18 wurde ich Killer auf einem ganz anderen Level. Mit Mitte 20 saß ich dann für ein paar Jahre in der Zelle. Und erst da drinnen machte ich mir ein Facebook-Profil. Und währenddessen lacht der Label-Boss um Base-Kokain. Im Jahre 2016 kam die allererste Solo-Platte. Ich holte mir das Monogramm aus Shadow Hills und flohte Baba. Ohne Pada machte ich Promo wie ein Major. Verschwendete keine einzige Patrone für die Hater. Jeder hat ein Smartphone mit Internet und fetter Cam. Eure Welt besteht nur aus Twitter, Face und Instagram. Yeah, wer ist massenkompatibel? Du kannst labern, was du willst, entweder hasst es oder lieb es. Das allerletzte Mal, dass ich euch sage, wie ich heiße. Mein Name ist Keanu und ich beiße. Scheiß auf Fame und Geld, scheiß auf Hype und Klicks. Ich versuche mich zu ändern, doch es ändert nichts. Und die Kids da draußen hören jeder meiner Sätze. Sie sagen, ich wäre der Beste, doch ich fühle mich wie das Letzte. Meine Family ist safe, der Plan ist aufgegangen. Und ich kletter mit 300 auf der Autobahn. Jeder fragt nach Selfie oder Autogramm. Doch es fühlt sich an, als wäre ich in meinem Traum gefangen. Und vielleicht steig ich in den Benzer und fahr einfach fort. Ich schalt nicht an, aber ich schalt mein Wort. Fick den Scheißrekord, fick Gucci, fick Michael Kors. Und fick die Nummer 1 Awards, Rolex nur noch Millionen, egal was ich für Scheiß besitze. Scheißegal, ob ich im Ford oder im Daimler sitze. Ich hätte nie gedacht, dass ich die alte Zeit vermisse. Der Mann ist einsam an der Spitze. Nicht mal vor mir selber sicher. Der schmale Grat zwischen Gut und Böse unauffindbar. Rede mit mir selber, doch ich hör nicht zu.
Die Stimmen schreien nach Hilfe, aber es geht mir gut. So kurz vor dem Burnout in meinen Adern klumpt das Blut. Müsste runterkommen, doch werde krank, wenn ich nichts tu. Fast kein Weg hier raus, die Augen weit auf wenn es Nacht wird. Und in dieser Einzelzelle öffnet das Fenster zum Hof. Oft nur dann, wenn mein Stift auf das Blatt trifft. Verhalt dein Mitleid, denn es macht nichts, ich komm schon klar. Alle meine Worte sehen sie nicht, denn sie sind blind. Vielleicht geht's mir besser, weil ich hier gefangen bin. Verstehe mich selber nicht, was mach ich hier drin? Macht der Gewohnheit mein Zuhause ein Labyrinth? So, ich habe jetzt die Nahtabdichtung drin, die muss jetzt eine Stunde, zwei trocknen und dann kommt der Unterbodenschutz. Ich weiß nicht, ob ich das heute hinkriege oder ob ich es morgen mache. Ich tue aber jetzt schon mal hier die Kante abkleben, bis wohin der Unterbodenschutz geht. Der wird dann gespritzt, oben drüber kommt ein bisschen abgehungen und ja. Das war's von heute mit dem Video an der Mona. Ich glaube, wir sind bei Episode 45, wenn ich richtig gestern geguckt habe. Spätestens morgen kommt das nächste Video. Dann ist hier der Unterbodenschutz drauf. Und wenn der Unterbodenschutz drauf ist, kommt sofort direkt der Hohlraumwachs drin. Und dann mal gucken, je nachdem, wie es aussieht, die nächste N2 da, kommen die Hinterachsen hin. Dann muss ich noch Halter für die Bremsleitung noch dran machen. Der fehlt da. Ja, und dann kommt hinten direkt schon das Fahrwerk mitten hin. So, und dann bin ich mal gespannt. Ja, ich hoffe, das Fahrwerk tief genug ist. Und ja, das war's von heute. Wenn es euch gefallen hat, das Teil, Like, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.